Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. So, herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung von Neighborhood Barbecue. Wir waren heute an der Küste, weil es ist brütend heiß. Und, Hans, was haben wir gesagt? Grillen wollen wir, ne? Auf jeden Fall. So, und dann haben wir die kleinen Kinder gesehen, die Eis geschleppt haben. Und Hans hat eine geile Idee gehabt. Die ziehen wir durch. Erzähl mal. Wir wollen heute nämlich Eis grillen. Okay, und wie das geht, wird Hans euch gleich zeigen. Hier sind unsere Zutaten, die wir dafür brauchen. Wir haben einmal 30 Gramm Zucker, 3 Eier, eine Prise Salz. Das brauchen wir nachher für den Eischnee, den wir anfertigen wollen. Dann haben wir ca. 100 Gramm kleine, feingeschnittene Äpfel. Ein bisschen Wasser, das träufeln wir gleich auf die kleinen Törtchenböden, die ihr hier seht. Und dann haben wir zum Abwürzen noch ein bisschen Sirup, Zitrone, ein bisschen Zimt und last but not least unsere schöne Maracuja-Eiskugel von der Eisdiele. Ich fange einfach mal an. Wir betröpfeln jetzt zum ersten einmal das Törtchen, den Boden mit ein bisschen Wasser. So. Dann legen wir ein paar Apfelstücke hinzu. Das würzen wir alles noch ein bisschen ab mit der Zitrone. So, was ist drauf? Bisschen Zimt. Bisschen Sirup. Da könnt ihr jeden Sirup nehmen, den ihr gerne wollt. Jetzt packen wir noch die Kugel Eis hinzu. Probieren wir hier schön oben drauf und jetzt fertigen wir ganz schnell den Eisschnee an, machen das natürlich alles, bereiten die anderen Törtchen auch vor und dann kommt der Eisschnee darum, das zeigen wir euch aber dann gleich. Wir bereiten jetzt den Eisschnee vor, dazu haben wir hier unsere Eier. Jetzt müssen wir Folgendes machen, wir müssen das Eigelb von dem Eiweiß trennen. Eigelb weg, da kann man das Rührei von machen oder was weiß ich, und Eiweiß benötigen, das kommt in die Schüssel. Wenn wir das getrennt haben, kommt dann der Mixer, deswegen erkläre ich jetzt im Vorfeld, weil der Mixer nachher zu laut ist. Dann werden wir den Eischnee mit dem Mixer schlagen und eine Prise Salz zwischen Fingerspitze und Daumen, ein bisschen Salz da rein, werden den Eischnee steif schlagen und sobald es anfängt fest zu werden, rühren wir unseren Zucker langsam damit unter. Ist der Eischnee fertig, dann sehen wir uns wieder, sobald der Mixer wieder aus ist. So, wir fangen an. Wir versuchen das mal zu trennen. Also erstmal ein Ei in die Mitte aufmachen. Aufpassen, dass wir jetzt das Eigelb nicht mit dem Eiweiß zusammenkriegen. So, das ist gar nicht schwer. Man lässt einfach das Eigelb von einer Seite an die andere laufen. Und sobald Eigelb drin ist, kann man das vergessen. So. So, fertig ist die Sache. Jetzt eine kleine Prise Salz. Wie gesagt, zwischen Finger und Daumen, bisschen hinein. Und jetzt kommt der Mixer zum Einsatz, wir schlagen steif und dann sehen wir uns wieder. So, das Eiweiß, es fängt an zu stocken. Jetzt kommt der Moment, wo wir beide mischen, den Zucker einlieseln lassen, bis es richtig steif ist. Ihr seht das schon. So, ein bisschen einlieseln. So. Eischnee ist fertig. Ob er fertig ist, erkennt man ganz einfach daran, wenn man die Kugel umdreht und es nichts rausfällt. Habt ihr gesehen? Und jetzt bereiten wir das Eis vor. Bis gleich. Nun ist der Moment, wo wir etwas sauber arbeiten müssen. Wir nehmen so ein Törtchen, nehmen den Eischnee, den wir jetzt hier in einen Spritzbeutel haben. Wer keinen hat, der nimmt einfach einen Gefrierbeutel. Das geht genauso, schneidet unten die Ecke weg und fängt an, den ganzen Kram so ein bisschen schön abzudichten mit dem Eischnee. Wichtig ist, dass wir jetzt keine Luft da drin haben, weil Eischnee ist ein sehr guter Wärmedämmer. Das heißt, der Eischnee stockt, bevor das Eis überhaupt anfangen kann zu schmelzen. Das seht ihr nachher. Wir jetzt schon mal schön rum hier. So. Und Törtchen Nummer 1 ist fertig. Wir machen das jetzt mit allen Törtchen genauso. Und danach sehen wir uns, wenn wir es aufsetzen auf den Grill. Da brauchen wir nämlich eine kalte Schale als Unterlage.
dann bis es nicht zu heiß wird. Und dann sehen wir uns da vorne gleich wieder. Schieb die vorsichtig runter, genau. So, Türchen sind platziert. Jetzt brauchen wir 4 Minuten bei der Hitze von zwischen 250 und 290 Grad. So lange bleibt der Deckel zu. Bis gleich. Die 4 Minuten sind long. Wir wagen mal einen Blick auf unser Omelette Surprise, oder? Ah, so soll es aussehen. Es ist perfekt. Grill aus, es wird serviert. So, jetzt wollen wir gucken. Das Eis darf jetzt noch nicht geschmolzen sein. Wir schneiden es einfach mal ganz grob an. Wenn wir es jetzt auseinandernehmen, schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an. Natürlich jetzt, klar, beim Auseinanderschneiden, normal schneidet man nicht auseinander, das Eis ist fest, Eischnee ist geschmolzen. Neighborhood Barbecue wünscht euch einen guten Appetit. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen hoch und macht es nach. Und besser noch, ihr abonniert unseren Kanal. Bis dann.